verdammt, wir kommen viel zu spät zur Sendung. Und ich bin noch nicht mal umgezogen. Wisst ihr was? Halten Sie mal das Lenkrad. Ich zieh mich jetzt um. Wie bitte? Halten Sie mal das Lenkrad, Herr Lemminger. Ja. Aber bitte beeilen Sie sich. Da vorne kommt eine Baustelle. Baustelle. Ganz locker bleiben und immer ruhig das Lenkrad halten. Ja, Moment mal. Moment, das kann doch nicht sein. Ich hab doch gewusst, dass das schief geht. Den Wagen können Sie jetzt aber verschrotten. Ach was, der gehört Ingolf Lück. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Mit Ingolf Lück. Anke Engelke. Marco Riemer. Und Bastian Pastewka. Die Wochenshow. Die witzigsten Nachrichten der Welt. Hallo, guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Wochenshow. Mein Name ist Ingolf Lück und das sind unsere Themen. Überraschung, neue Miss Germany kommt aus der Pfalz. Hinterhältig, Erpresser bedroht die Bundesbahn. Winterschlussverkauf, immer noch Schnäppchen zu haben. Und das Unwort des Jahres ist Rentnerschwemme. Die Themen der Woche. Ein Kinofilm schlägt zurzeit alle Rekorde. Rossini oder die mörderische Frage, warum passiert mir sowas nie? Vor allem Veronika Ferres begeistert mit ihrem Sex-Appeal Publikum und Kritiker. Erfolgsregisseur Helmut Dietl hat für seinen neuesten Film schon wieder einen Super-Vibe entdeckt. Sie war eine Schönheit und hatte dieses Heimweh nach starken, erwachsenen Männern in den Augen. Tut mir jetzt hier echt leid mit deiner Flasche. Orsini. Keine andere Frau so lieben. Eine Columbia Beastar-Produktion. Ach, ihr Männer, ihr seid doch alles kleinkarierter Döspaddel. Ach nee, jetzt sind wir die kleinkarierten Döspaddel, weil du nicht weißt, was du willst. Ich weiß nicht, was ich will. Hör mal, das kann ich dir genau sagen. Ich will eine Soljanka, als Sättigungsbeilage Spaghetti Aglio Olio und als Nachtisch einen Kaffee komplett. Sonst nichts. Nö. Orsini. Oder die mörderische Frage, wer schlief mit der Chemnitzer Tunte? Sie ist jung, sie ist groß, sie ist blond, sie ist schön. Und deine Figur, ich sage dir, da möchtest du 5 Arme möchtest du haben. Ja, und 3 Schwänze. Diese Frau ist ein Engel, ein Heiliger. Und du weißt, ich kenne mich aus mit Frauen. Orsini, ein Film, der wo sich echt sehen lassen kann. Jetzt im Kino. Soundtrack auf CD und MC haben wir nicht. Kaum ein Thema sorgt in der vergangenen Woche für mehr Aufregung als die geplante Steuerreform von Finanzminister Theo Weigel. In Bonn berät er zur Stunde mit seinen Mitarbeitern weitere Einzelheiten seiner Steuerreform. Er ist uns jetzt live zugeschaltet. Guten Abend, Herr Weigel. Guten Abend, Herr von Löwski. Glück, Herr Weigel, Glück. Sagen Sie, kann es sein, dass Sie sich bei Ihren Sitzungen immer kräftiger hinter die Binde gießen? Ja, aber das ist doch ganz natürlich. Das hat es natürlich immer gegeben und ich bin darauf eingestellt. Ah, das erklärt dann wohl auch Ihre Steuerreform. Gut, ich denke, wir verzichten dann lieber für heute auf das Interview. Guten Abend nach Bonn. Guten Abend, Herr von Löwski. Danke, Herr Weigel. Am Montag begann im Einzelhandel der Winterschlussverkauf. Nach verhaltenem Auftakt gab es am heutigen Samstag den ersten großen Ansturm in den Geschäften. Unser Top-Reporter Horst Lemminger, selbst ein Schnäppchen, war natürlich vor Ort. Hallo, ich melde mich hier aus Berlins größten Kaufhaus, dem KDW, und hier ist ein Höllentubel. Die Leute... Quatsch.
Ich bin gar nicht in Berlin. Ich bin hier in Wanne-Eickel in einem ganz normalen Kaufhaus, wo gar nichts los ist. Gar nichts. Typisch. Ich darf ja nicht nach Hawaii. Aber wenn ein Kanickel irgendwo tot umfällt, dann bin ich Lemminger gut genug für. Winterschlussverkauf. So eine Schnarchnummer. Top-Reporter. Dass ich nicht lache. Naja. Ich hab auf jeden Fall die Schnauze voll. Das kann ich sagen. Ich gehe jetzt. Oh, Scheiße! Oh. Und damit zurück ins Studio. Oh. Der Karneval, meine Damen und Herren, geht in seine heiße Phase. In ganz Deutschland dreht sich zurzeit alles nur noch um eins: Sitzungen und Büttenreden. In der Öffentlichkeit Unsinn erzählen, ohne rot zu werden, wer könnte das wohl besser als unsere Bonner Abgeordneten? Es ist Karneval, jetzt wird gefetet. Ja, heute wird Tacheles geredet. Heute sind wir fröhlich. Drum hält jeder und jede von Anfang bis Ende eine Büttenrede. Und auch auf ein zweites Bierchen wird heute nicht mehr verzichtet. Sondern weitere Hunderttausende werden vernichtet. Wenn dann im Bundestag fließen Schnaps, Sekt und Wein, werden die Frauen die Hauptleidtragenden sein. Rita küsste mich auf die Wange. Mehr hat nie geklappt. Die hätte ich gerne mal auch an anderer Stelle gehabt. Ritas Brüste sind nicht nur die Folge eines Experimentes. Die sind das bestgehütetste Geheimnis dieses Parlaments. Doch man findet Blondinen ganz ohne Faxen in Friseursalons, Arzt- und Rechtsanwaltspraxen. Und fragt mich eine, wie man verhütet, sag ich ungebrochen. Weiß ich nicht, aber Hauptsache, wir haben drüber gesprochen. Noch nie gab's eine Orgie, so wie wir sie uns gönnten. Das ist doch ein Punkt, wo Sie mal klatschen könnten. Jawohl, nach aller Marsch! Und draußen steht nun Anke Engelke mit den Nachrichten. Sollen wir so reinlassen? Überblick. Bonn. Bundeskanzler Helmut Kohl verteidigte gestern in seiner Regierungserklärung die geplante Steuerreform. Nach seiner leidenschaftlichen Rede wirkte der Kanzler sichtlich erschöpft. Hab ich denn die Nummer von diesem Pizzablitz? Ich bin so müde, ich könnte ein halbes Schwein verdrücken, so Durst habe ich. Bundesfinanzminister Theo Weigel wurde mit dem Orden Wider den tierischen Ernst ausgezeichnet. Angesichts der umstrittenen Steuerpläne Weigels verstanden jedoch selbst die Narren keinen Spaß. Ich vertraue Ihnen dieses Stück an. Herr Präsident, ich bin gerührt, ich bin bedankt, ich bin beschämt, ich bin glücklich. Einen Eklat gab es bei der Bundespressekonferenz am Donnerstag. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Schäuble wurde wegen andauernder Ruhestörung des Saales verwiesen. München. Der Deutsche Gaststättenverband beklagt die mangelhafte Ausbildung des Personals im Gastronomiegewerbe. Selbst leitenden Angestellten fehle es oft am nötigen Fingerspitzengefühl. Ich hätte gern Kamillentee. Kamillentee. Oder ein Pepsi. Oh, Entschuldigung, ich sehe gerade, dass vergessen worden ist, das Bouquet zu installieren. Entschuldigung. Hallo, ja, bringen Sie mal ganz schnell die Blumen, ja? Ja, nein, auf dem langen Tisch bitte, ja. Ganz schnell. Ja. Dankeschön. Unglaublich. Mainz, der Deutsche Tierschutzbund, übt heftige Kritik an den Jägern. Nach Meinung der Tierschützer lassen die immer moderneren Hilfsmittel der Jäger den Tieren kaum noch eine Überlebenschance. Ich sag dir, da rasten da Wibbels bestimmt von Hirschen, von Rehen und Wolpertinger und alles Zeugs. Ja, das Franzl, ja, was ist denn das? Das hab ich auch noch nie gesehen. Ja, das sieht ja super aus, hä? Ich kenn das, du. Ich glaub, das ist so ein Kosten, wenn man auf den Knopf drauf drückt, ja. Da wird das Wild angelockt. Das Wild? Ja, das glaub ich so. Ja, drück mal drauf. Sorry. Ja. Was ist das? Ein Rau!
Raketen? Glaub nicht. Das war der Nachrichtenüberblick. Zurück zu Lück. Danke. Anke, kennen Sie, meine Damen und Herren, das Gefühl, wenn Sie sich mit einem anderen Menschen auch ohne Worte blind verstehen? Naja, es klappt leider nicht immer. Dabei ist Zeichensprache doch die einzige Sprache, die eigentlich alle Menschen verstehen. Ob zu Lande, zu Wasser oder in der Luft. Keine Panik! Bitte bleiben Sie ganz ruhig sitzen! Bleiben Sie sitzen! Was ist denn hier los? Wohin soll denn die Reise gehen? Wohin sollen wir fliegen? Where do you want us to fly to? Keine Destination, Monsieur! Ah, ich schaue da noch rein. Blach, blach, blach. Hund, Katze, Haus. Frau? Große Frau? Kim Basinger. Eine Eiskunstläuferin. Kathi Witt. Tanja Tschewtschenko. Eine Frucht. Ein Apfel. Essen? Sie wollen nach Essen? Dicke Titten. Kennen Sie eine Stadt, die dicke Titten heißt, Sie Idiot? Okay, ich bin raus. Steppen. Steppe. Sie wollen in die Wüste? Broadway, New York City. Hätte schwören können, es war Chemnitz. Wir kommen zum Sport und zur Formel 1. Michael Schumacher bleibt das Pech weiter treu. Nach 4 Motorschäden in nur einer Testwoche will Ferrari nun sogar ein komplett neues Auto bauen. Eine weitere heiße Neuigkeit verriet Schumi unserem Sportreporter Marco Rima. Hey Schumi, Michael. Nach 3 Jahren Ehe haben Sie Ihre Frau Corinna endlich davon überzeugen können, Ihre Oberweite zu vergrößern. Was ist für Sie denn persönlich das Schönste nach diesem Eingriff? Dass es sich gut anfühlt, es sind keine Probleme momentan zu fühlen. Also im Gesamteindruck bin ich eigentlich zufrieden. Danke, Michael Schumacher. Und damit zurück zu dir in Golf ins Studio. Hey Schumi, übrigens, mit Silikon kann man super Fenster abdichten. Sind wir noch drauf? Ja, wir waren noch drauf. Danke, Marco Rima. Zum Fußball. Am Mittwoch verlor eine Europa-Auswahl unter der Leitung von Berti Vogt gegen die Auswahl Afrikas mit 1:2. Im Anschluss absolvierte Vogt mit den deutschen Spielern ein Sondertraining. Dort zeigten sich die Stürmer weitaus treffsicherer. Ja, Susi, wo bist du denn? Susi, Liebchen, komm her. Aber Vorsicht, da sind Leute. Hallo. Lothar Matthäus, meine Damen und Herren, will seine Fußballerkarriere in den USA beenden. Dort möchte er vor allem für eine spätere Managertätigkeit die englische Sprache lernen. Bisher war es ihm nicht gelungen, sich die wichtigsten Vokabeln selbst beizubringen. Und auch Englischkurse im Fernsehen konnten ihn nicht lange bei der Stange halten. It's Unit 42 today. Ja. Er ist wieder da. Spartacus ist nicht nur der größte Stuntman, sondern auch der größte Jeck der Welt. Deswegen wird er in wenigen Tagen am Kölner Rosenmontagszug teilnehmen. Natürlich mit einem ganz besonderen Karnevalswagen. Was das Besondere daran ist, verrät uns nun meine Kollegin Anke Engelke. I love Anke. Superjack
Web auf Spartacus, den Pollenhund, mit seinem neuesten Superstunt. Da kommt er, oh, wie ist das scharf! Hallo, mein toller Held, Alarv! Ich finde das wunderbar, dass Sie so volkstümlich sind und sich persönlich im Karneval engagieren. Ich liebe den Karneval über alles. Aber ich habe ja auch eine Verantwortung als Stuntman. Und jetzt überlegen Sie mal, Anke, was ist am Karneval das Gefährlichste? Hm? Sex? Auch. Aber noch viel gefährlicher ist die Sehnenscheidenentzündung am rechten Ellbogen, verursacht durch übermäßiges Winken, der sogenannte Karnevalsarm. Hallo, Inka. Anke, Karnevalsarm, das klingt ja furchtbar. Es ist furchtbar. Aber ich habe die Lösung gefunden, zusammen mit Fuji Hashimoto, der nicht nur mein Freund und Trainer ist, sondern auch Japans beliebtester Faschingsprinz. Wusste ich gar nicht. Japans beliebtester Faschingsprinz. Oh. Sehen Sie selber, dieser Stuntwagen wurde speziell für den Kölner Karneval konstruiert. Wir nennen ihn den Winker. Großartig, Spartakus. Und was genau macht der Winker? Er winkt. Fuji, Handbetrieb. Fuji, Handbetrieb. Nein, ein Triumph der Technik und so gesund für den Arm. Nicht nur für den Arm, für den ganzen Körper. Denn diese Kabine besteht aus kugelsicherem Panzerglas. Wegen der Kamelle, die immer geworfen werden. Tödliche Geschosse. Stopp, Fuji. Stopp, Fuji. Ich bin überwältigt. Dabei ist das noch gar nicht alles. Zusätzlich kann Fuji den Sitz in die Höhe schieben. Je nachdem, ob 3 Menschen jubeln am Straßenrand stehen oder 3 Millionen. Fuji, die Hydraulik. Fuji, die Hydraulik. Das ist ja Wahnsinn, Spartakus. Wie hoch kann der Sitz denn ausgefahren werden? Bis der Kopf an die Panzerglasdecke stößt. Dann schaltet er automatisch ab. Zeig's, Fuji. Zeig's, Fuji. Das ist unglaublich, Spartakus. Nein, das ist zu hoch. Fuji, fahr sofort den Sitz runter. Oh, Spartakus, ich sage, wow, das war eine affengeile Schau. Hilau Allah und lebe hoch, mein Superheld im Kölner Zoo. Fuji, wo ist meine Hand? Hand kommt. Und gleich, meine Damen und Herren, sehen Sie doch in der Wochenshow rechtzeitig vor Karneval handfeste Sextipps mit unserer bezaubernden Linda. Also, bleiben Sie dran. Willkommen zurück zur Wochenshow und das sind die weiteren Themen dieser Woche. Verlockend tolles Rahmenprogramm bei der Süßwarenmesse. Traurig, immer mehr Schnecken haben Kot auf dem Dach. Und aufgetaucht, Amateurvideo von Nationaltorwart Oliver Kahn. Sehen Sie jetzt wieder unsere Erfolgsserie Flirten mit Linda. Wenn Sie sich immer noch alleine verkleiden müssen, sind Sie hier genau richtig. Rechtzeitig vor den heißen Karnevalstagen verrät uns die bezaubernde Linda, wie man auch im größten Partytrubel den Partner fürs Leben findet. Hallo, meine liebe Zuschauer. Hier ist wieder Ihre Linda de Mol. Viele Menschen haben ja Schwierigkeiten, an Karneval jemanden kennenzulernen. Deswegen kommen meine Flirt-Tipps heute von einer ganz private Karnevalsparty. Da wollen wir mal reinschauen. So, der Andi hat mir diesen liebe kleinen Brief geschrieben, weil er unbedingt mal jemanden kennenlernen möchte. Da wollen wir mal sehen, was wir für den jungen Mann tun können, nicht wahr? Ah, da drüben muss er sein. Hallo, du bist doch bestimmt der Andi, oder? Super. Ja, hallo, ich bin der Andi Lehmann aus Hagen. Und ja, also ich bin noch solo. Also ich würde sagen, Mädels, ich habe noch eine Chance. Tolle Stimmung hier. Das A und O ist natürlich lustig sein. Und eine tolle Verkleidung. Andi, wollen wir doch mal schauen? Hier, umziehen jetzt, aber ganz schnell. Lecker. Die Tour ist im Tor, das Toupé weg. Der Dirigent weint, ein Wettstreit. Oh, das sieht ja schon ganz toll aus. Super.
ja, denn Karnevalzeit ja, danke, ist ja ne? Bussi-Zeit. Ganz unverbindlich mal ein Küsschen hier, ein Küsschen dort. Ja, das geht manchmal schneller als man denkt. Und jetzt rein in die lustige Getümmel. Tolle Stimmung. So, jetzt aber hinsetzen und die Kostümierung wieder anziehen, denn wir wollen ja lustig sein. Hier bei uns in der leckeren Runde sind schon viele tolle Leute. Nur jetzt ist die Frage, wie können wir die kennenlernen? Also alle Frauen mögen Komplimente und du kannst sie mal bei deiner Nachbarin versuchen, zuallererst sie mit deinem schönen Auge aufgepasst. Hm? Okay. Zuallererst sind wir deine schönen Augen auf. Schon verkuppelt, ja. Aber das war doch schon eine ganz tolle Anfang. Jetzt einfach ein Prösterchen hinter drauf, denn das macht schön warm um Herz mit der Alkohol. Hier. Aber nicht zu viel, denn wir haben ja noch was vor. Der Eis ist jetzt gebrochen und es kommt der spannende Moment von der Demaskierung und die richtige Zeit für eine Bussi. Na, das verspricht ja eine ganz leckere Nacht zu werden. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt. Flirten mit Linda, ist immer Spaß dabei. Flirten mit Linda, bald bist du zu zweit. Lass meine Flirten, schaffst es auch du. Flirten mit Linda, Traumzeit in Blut. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Samstag und kommen Sie gut ins Wochenende. Hey, guck mal! Was denn? Joe Cocker live! Oh. Da ist noch ein Schiff einen Haken dabei. Ach was, komm, geh mal. Okay. Ich schaffe doch.